Der romantische Mittelrhein begeisterte auch viele Künstler, zum Beispiel Maler wie den Briten William Turner. Hallo lieber Michael. Hallo Jeanette. Ich bin heute wieder unterwegs mit Jeanette Dornbusch, der Geschäftsführerin vom Romantischen Rhein. Wo sind wir unterwegs? Natürlich am Rhein, am Mittelrhein. Und wir schauen uns gemeinsam an, wo William Turner hier wunderbar gemalt hat. Also William Turner, für alle Fans von Fluch der Karibik, den meinen wir nicht, sondern wir meinen tatsächlich den großen Maler. Da wird euch Jeanette gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Viel Spaß! Herzlich willkommen. Also, wir stehen jetzt hier bei Aussichtspunkt Nummer 10, der William-Turner-Route. Mhm. Und zwar mitten in St. Goar mit einem fantastischen Blick hoch auf die Rheinpfalz. Und zu William Turner erzähle ich dir noch ein bisschen mehr. So, nun, also, das ist eine von diesen wunderbaren, du siehst es, Platten, auch mit Landschaftsbild, welches William Turner Bild im Endeffekt jetzt hier im Fokus ist. Man kann natürlich auch seine Füße so schön hier reinstellen, so wie ich. Und man hat hier direkt auch wirklich einen QR-Code, wenn man den einscannt. Das ist nämlich eigentlich das Praktische daran. Wenn man den einscannt, dann kommt direkt das, Aquarellbild. Oh, das schauen wir uns gleich mal im Schatten das an. Das Schöne ist ja halt einfach halt an diesen Bodenplatten. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl für den Blick des Künstlers, wenn man so will. Deswegen, das ist eine ganz tolle, eine sehr schöne Interpretation von den damaligen Landschaftsbildern von William Turner, wie man das in die heutige Zeit auch wirklich für den Urlauber, für den Gast hier vor Ort eigentlich auch ein bisschen veranschaulichen kann. Das heißt, man sieht jetzt von dieser Perspektive aus auch wirklich den Blick über die Rhein. Landschaft hier am Mittelrhein. Wir sind hier wirklich im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Drüben St. Goarshausen, auch mit dem Holsener Kran, der wunderschönen Uferpromenade. Im Hintergrund etwas heute aufgrund der Uhrzeit leicht noch erkennbar die Burg. Burg Katz oder Burg Maus. Das ist immer so das Problem, das zu erkennen. Die eine ist hell, die andere ist ein bisschen dunkler. Das prüfen wir gleich nochmal. Zur Orientierung? Nein. Aber im Endeffekt auch hier wunderschön St. Goar, auch mit der Uferpromenade. Und wenn man natürlich den Blick von dieser Bodenplatte einfach nochmal aufnimmt, dann sieht man, es ist eigentlich die Rheinpfalz, Burg und Schloss, die so ein bisschen hier aufgezeichnet worden sind, auch von der Landschaft her. Und wenn man da direkt hochguckt, sehen wir, haben wir A, Schloss Rheinpfalz, also auch mit dem Hotel, mit dem Romantikhotel, und daneben halt noch den Rest der Burgruine, die auch zu besichtigen ist. Das Thema Kunst, Kultur, berühmte Dichter, Maler, die immer wieder die Rheinlandschaft auch erkundet haben, auch tatsächlich in Gemälde umgesetzt haben und dafür auch bekannt geworden sind, auch die Rheinlandschaft, deswegen auch Rheinromantik, auch wirklich in die heutige Zeit zu transportieren und auch wieder für Gäste irgendwie erfahrbar zu machen. Insofern, das wäre unser erster Stop. Und wie gesagt, die William-Turner-Route hat mehrere Standorte im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Das ist jetzt gerade mal die Bodenplatte 10, also Standort 10. So, das ist der Standort von dem Bild. So. Genau. Ich sehe nach wie vor gar nichts. Das schauen wir uns nachher im Dunkeln mal an. Ah doch, jetzt kann man es erkennen. Ah, da. Burg, ja. Berg. Aber ist das jetzt der Rhein? Ja. Aber hier unten, hier sieht man ja quasi nur Wasserschutzpolitik. Das ist Wasserschutz- der Yachthafen. Und Wach- ja, so. Das heißt, hier hat er gestanden und hat gemalt? Genau, also von der Perspektive her, ja. Damit man das so ein bisschen halbwegs nachempfinden kann. Ja. Ist da die Bahnlinie schon drauf? Nee. Nee, nicht, dass ich sie sehen könnte. Das ist die Perspektive geändert. Weil guck mal, wie nah auch. Ja. Ja, das stimmt irgendwie nicht. Da hinten die. Ich glaube, das ist genau. Ja, genau. Burg das ist. Ist. Ah, Mr. Turner. Ja. Ja. Also, Interpretation, ne? Ja. Ich glaube, er hat gefuddelt. Schau, er hat die Burg im Prinzip nach da verlegt. Ja. Ja. Damit du die Achse. Damit du. Ganz genau, ja. Ja. Ja, manche ist es dann. Ha! Fake Kunst. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt nochmal gucken.
willst ein Spiel machen. Also, lieber Michael. Wir sehen zwei Burgen. Genau, wir sehen zwei Burgen. Ja. Also eigentlich ja drei. Die Rheinpfalz im Hintergrund ist, ich glaube, sehr eindeutig. Ja. Aber es gibt ja über 60 Burgen am Mittelrhein. Ja. Insofern verzeihe es mir, aber manchmal ist es dann immer schwierig zu unterscheiden links, rechts. Ja. Aber du hast jetzt im Endeffekt da eine Burg. Ja. Also leicht genau über der Sonne, unten drunter, Burg Nummer 1. Ja. Und wir haben natürlich genau auf der anderen Pendant-Seite. Da hinten die nächste. Da hinten die nächste. Welche ist denn Burg Katz und welche ist Burg Maus? Du hast eben gesagt, die eine wäre weiß und die andere wäre braun. Ja, aber so richtig weiß ist die da hinten auch nicht. Die eine ist etwas heller vom Gestein her und die andere ist etwas dunkler vom Dach. Ach, okay, ich blamiere mich jetzt volle Kanne. Also, okay. Kannst du ja nicht. Im Endeffekt, das ist eigentlich das normale Raten eines Besuchers. Was haben wir denn jetzt hier wieder für Bogen vor der Nase? Okay, kannst du es auflösen, Chefin? Ja. Expertin? Ja, aber wie gesagt, mir fällt es auch immer schwer, insbesondere bei Katz und Maus. Okay, also links ist Katz und hier vorne ist Maus. Nee. Oh, verdammt. Okay. Also da haben wir die Burg Katz. Ja. Und da hinten haben wir die Burg Maus. Das heißt, man muss quasi rein abwärts. Die Katz fängt die Maus. Die Katz fängt die Maus. Ja, die Frage ist, in welche Richtung? Naja, mit läuft dem die... Strom abwärts. Okay. Okay, die Katz fängt die Maus, das haben wir gelernt, alles klar. Ich habe vorher in Lahnstein gelebt und dann ist natürlich das Rheintal immer irgendwie jeden Tag vor der Haustür. Und natürlich ist das Mittelrheintal doch ein sehr besonderer Flussabschnitt. Also es sind ja 120 Kilometer, zumindest was auch für den romantischen Rhein als Region, als Urlaubsregion betrifft, von Bingen-Rüdesheim bis nach Remang-Unkel. Und man sieht einfach hier auf diesen 120 Kilometern unglaublich wunderschöne Landschaften. Und auch diese schiere Anzahl, es sind ja über 60 Burgen und Schlösser, die sich sowohl links als auch auf der rechtsrheinischen Seite, teilweise ja, wenn man die Pfalz-Grafenstein nimmt, mitten im Rhein dann auch wiederfindet. Man findet Burgen, Burgruinen, wie zum Beispiel halt hier auch die Rheinpfalz, die wir uns heute ja anschauen. Und das ist dann natürlich schon ein sehr spannender Flussabschnitt. Und man kann, wenn man auch wirklich hier vor Ort lebt und die unterschiedlichen Jahreszeiten auch mitbekommt am Rhein. Es ist wirklich faszinierend. Nehmen wir zum Beispiel eine Nebelschicht, die gerade wirklich über das Rheintal entweder sich absenkt oder auch wieder vom Wind halt einfach über die Höhenzüge in den Westerwald oder auch in Richtung Hunsrück dann geschoben wird. Es kann Regen, es kann genauso wie heute ein wunderschöner sonniger Tag sein und man wird immer von der Landschaft an sich überrascht. So, und Vater Rhein an sich heute ist es wirklich ein ruhiges Gewässer. Der Schein trügt. Er kann natürlich auch wild einfach hier durch das Tal fließen. Und umso enger natürlich das Tal, umso wenig Platz hat einfach auch der Fluss selbst. Ich glaube, davon waren viele, auch heute, viele Besucher sind immer wieder überrascht und fasziniert. Und natürlich die Rheinreise an sich, die begann halt im 19. Jahrhundert, spätestens mit dem ersten Zug. Und das hat, glaube ich, auch Künstler vielfach, insbesondere im 19. Jahrhundert, wirklich auch interessiert. Sie fanden es spannend, auf diese Suche zu gehen. Und natürlich dadurch, dass man halt wirklich am Fluss entlang reisen konnte und halt durch diese versetzten Ortschaften auch wirklich immer wieder auch schon damals eine gute Unterkunft fand, einkehren konnte für etwas zu essen und zu trinken, war natürlich die Entdeckungsreise auch angenehm. So, und William Turner ist natürlich einer auch der wichtigsten Protagonisten hier für die Rheinromantik, also neben Brentano oder Heine, auch aus unterschiedlichen unterschiedlichen Epochen und Stilelementen mal abgesehen. Aber William Turner an sich hat sehr, sehr schöne Landschaftsbilder gemalt, Aquarelltechnik und ist damit eigentlich halt auch wirklich sehr berühmt geworden für seine Rheinbilder. Und sie sind eigentlich auch heute noch im 20. Jahrhundert oder jetzt 21. Jahrhundert nach wie vor aktuell. Das sieht man zum Beispiel, nehmen wir es halt hier,
von der Kunst, das ist eins der Zeichnungen, die er halt hatte. Also er hatte natürlich auch Bleistiftskizzen, hat das Ganze dann halt auch mit Farben unterfangen. Und wenn man sieht, natürlich heute, wir hatten hier gerade den Stand-Up-Paddler vorbeifahren sehen, Kanufahrer. Der Rhein ist nach wie vor halt ein Fluss, er wird immer noch befahren. Wir sehen aber halt auch immer noch die Landschaft, wie sie auch heute noch schroff, felsig sein kann. Wir sehen aber auch die geschaffene Kulturlandschaft mit dem Wein, mit dem Weinanbau, mit den verschiedenen Terrassierungen und Ebenen oder mit dem Kirschanbau. Also auch zum Beispiel das Thema Mittelrheinkirsche ist sehr bekannt neben dem Wein, weil es eben einzigartige Sorten auch hier im Rheintal schon immer gab. Und das alles ist natürlich dann eine ja, spannende Kombination neben Jahreszeiten und eigener Perspektive vor Ort, die es eben in Bildern verinnerlicht wurde. Und insofern Romantikfaktor plus auch selbst interessiert zu sein in solche Landschaftsbilder und natürlich auch ein bisschen nachzuempfinden, wie der ein oder andere Künstler es damals empfunden hat und ob man das eigentlich nicht auch in die heutige Zeit wieder vielleicht auch mit hineinbringen kann und adaptieren kann. Das ist ja eins der Zielsetzungen halt von diesem Projekt gewesen, Route der Rheinromantik, also auf den Spuren William Turners. Man hat natürlich auch geforscht, also wo waren die genauen Standorte für solche Kunstwerke. Es gibt da ja, sag ich mal, keine Reisekarte oder sonstiges, das musste ja auch erstmal alles aufgearbeitet werden. Und in diesem Projekt wurden dann erstmal verschiedene Standorte, insbesondere im oberen Mittelrheintal, fokussiert und dann eben mit solch einer Bodenplatte versehen, damit es eigentlich auch wieder in die heutige Zeit touristisch in Wert gesetzt werden kann. Es geht weiter in Richtung Oberwesel. Unterwegs hält Jeanette an, denn am Loreleiblick von Urbar können wir einfach nicht vorbeigehen. Nee, pass auf. Also hier finden ja im normalerweise, wenn nicht Corona-Phase ist, finden hier ja auch wirklich unter der Woche an den Wochenenden die Maria Ruh Classics statt. Also Veranstaltungsreihe rund um klassische Konzerte, auch wirklich in einem sehr schön kleineren Teilnehmerkreis. Und natürlich halt mit dem fantastischen Ausblick hier auf das Rheintal rund um St. Goar, St. Goarshausen und natürlich auch die weltumwobene Lorelei. Ja, und Schaukel, ne? Ich glaube... Okay, der Ausflug ist erstmal unterbrochen. Wir haben eine Schaukel gefunden. Also eigentlich ist unsere Reise im Prinzip von Schaukel zu Schaukel. Und wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch an. Die Schaukel am Nürer Kopf, wunderbar, muss unbedingt angeschaut werden und ausprobiert werden. Also, und wir testen natürlich die Bequemlichkeit. Ja, wobei die am Nürer Kopf, muss ich sagen, ist angenehmer als die hier. Die ist ein bisschen holzig und tut am Rücken nicht so ganz. Die ist doch biegsam, guck mal. Ach so, ja, okay. Ja, gut, dann passt das. Okay. Also willkommen auf der... Ja, eigentlich an der Lorelei, wenn man so möchte. Wir sehen nämlich hier wirklich den Lorelei-Felsen, den sagenumwobenen, mit seiner wunderschönen Nixe, die alle Schiffsfahrer und Fährmänner dann doch immer wieder betörnte, vom Kurs abzuweichen. Ja, hier oben saß sie, ne, auf dem Plateau und hat sich die Haare gekämmt. Genau. Und das goldene Haar. Das goldene Haar, sagt. Ganz genau. Rapunzel, ah, Lorelei, lass mir dein Haar herunter. Und hier unten sind dann die Schiffer vorbei und haben vor lauter Begeisterung den Kopf verdreht. Den Kopf verdreht und den Kurs nicht gehalten. Genau, und sind dann hier aufgelaufen. Also wenn man hier unten sieht, sieht man unter der Wasseroberfläche Schiffswracks, die sich häufen. Und man müsste wahrscheinlich, bestimmt ist auch irgendwas Wertvolles da unten, was man eigentlich nur mal rausholen müsste. Das kommt dann wieder direkt zur nächsten Legende des sagenumwobenen Rheingoldes. Das ist doch in Worms, ist das hier? Das ist garantiert nicht mehr in Worms. Stimmt, die Strömung hat es lange bis zur Lorelei. Ja. Allein wegen den ganzen Kurven muss es doch irgendwo hier gelandet sein. Man sieht halt auch wieder, wie hier, wir haben heute wirklich wieder fantastisches Wetter, Michael. Man sieht wieder hier bis hinein in den Taunus, also über die Kante sozusagen hinweg. Und natürlich auch da wieder unsere Bokatz,
die wir ja gerade schon hatten. Und ja, Lorelei Besucherzentrum bzw. auch der neu geschaffene Kultur- und Landschaftspark ist definitiv natürlich immer auf Top, Platz Nummer 1 und auf der Top-Liste. Aber wenn man wirklich auch mal eine andere Perspektive haben möchte, dann einfach auch mal gerne gegenüberliegend Maria Ruh Aussichtspunkt hier in Ober. So, wenn wir jetzt sangesfreudig wären, dann müssten wir jetzt das Lorelei-Lied intonieren. Hier gibt es die Plakette, sehe ich hier. Brentano, Herr Silscher und Herr Heine wurden hier geehrt. Brentano und Heine kenne ich. Was hat denn Herr Silscher gemacht? Ist der Producer der beiden gewesen oder hat er... Ich weiß es nicht. Oh je, das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Ja, alle, die es wissen, schreibt es in die Kommentare, googelt es. Wir werden es noch recherchieren, wer Herr Friedrich Silcher war. Und wer auch Altschrift lesen kann. Oh ja, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ich meine, ja, so gut sind wir. Nein, wir singen nicht. Okay, wir sind heute auf den Spuren von Turner unterwegs und sind hier, weil? Ich glaube, du brauchst noch ein paar mehr Highlights und Sehenswürdigkeiten von Aussichtspunkten am Mittelrhein. Also dachte ich, ich bringe noch ein bisschen das Thema Lorelei und Maria Ruh. Also in Wirklichkeit sind wir hier, weil das Navi falsch uns gelotst hat und wir falsch abgewogen sind. Nein, wir wollten nur nach Oberwesel. Das liegt genau hier zentral auf dem Weg, halbwegs. Also für den Wanderer ist es schon einfacher, weil natürlich hier der Rhein-Bumm-Weg vorbeiführt, man dann auch wirklich hier vorbeikommt. Aber ich glaube, also mein Ansinn war eigentlich, dir nochmal eine andere schöne Aussicht auch zu zeigen, neben der William-Turner-Route heute. Du hast mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass du nur wenig von den Höhen ausnehmen, das müssen wir schneiden. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Okay, nur weil ich tatsächlich hier, also diese Hütte kenne ich tatsächlich noch nicht und also das lohnt sich wirklich. Kommt hier vorbei und nehmt euch was zum Essen mit und chillt eine Runde, also nicht so wie wir hier, dann sieht der Tisch nicht so furchtbar leer aus, aber man kann auch, wenn man nichts zum Essen dabei hat, kann man sich auch hier gut erholen. Oder geht zum Ausflugslokal, was direkt da kann man, hier um die Ecke ist. Da schauen wir, ob wir ein Eis kriegen oder so. Ja. Krieg ich ein Eis? Meinst du wirklich? Wir schauen. Ich glaube, der Job ist noch nicht getan. Oh, okay. Ach übrigens, du hast noch gar nicht nach oben geguckt. Oh. Aha. Hier an des Rheins engster Stelle ging schon so mancher Traum vorüber. Es stehen sich an des Stroms schnell die beiden Damen gegenüber. Okay, das ist die eine und die andere wäre... Ich bin die eine Dame. Die andere sitzt da drüben. Ich habe ein Eis bekommen. Als wenn ich ein Unmensch wäre. Herzlich willkommen am Günde-Oder-Haus oberhalb von Oberwesel. Dankeschön. Für alle, die Heimat geguckt haben, die werden jetzt ganz begeistert sein, weil hier wurde ein Stück von Heimat gedreht. Alle, die das nicht kennen, finden einfach, dass es ein schönes Haus ist. Hier müssen wir übrigens Masken tragen, weil, warum? Ja, es stand da vorne. Es ist halt auch Restaurant und... Es ist Restaurant, genau. Es ist eigentlich geschlossen, aber drum reden wir jetzt ein klein wenig gedämpft. Ja. Also, wir sind jetzt oberhalb von Oberwesig, Aussichtsplattform vom Günde-Rode-Haus. Und ja, man sieht hier natürlich im Hintergrund auf halber Höhe ein bisschen die Schönburg, die Oberweseler Altstadt, auch mit den jeweiligen Türmen und eben auch der längsten Stadtmauer am Mittelrhein, beziehungsweise hier auch im Rheintal. Natürlich auch wieder so enge Kurven, verschlungen vom Rheinverlauf her.
Und wenn wir einfach mal so ein bisschen schweifen, da lang, so ein bisschen, hat man auch so ein bisschen eben die Sandbänke, warum natürlich das Schifffahrtsfahren hier auch etwas anders ist wie auf anderen Flüssen, eben mit seinem Rheinverlauf, mit seinen Kurven und Engen. Und geht dann sozusagen direkt weiter dann eben zur Lorelei, wo wir ja als erstes gestartet sind. Genau, Aussichtspunkt 17 mit dem Blick auf Oberwesel. Und natürlich halt auch der Weinlage hier rund um die Oberwesel. So, dann lass uns mal vergleichen. Das sieht so aus. Oh, diesmal hat er realistischer gemalt. Ne? Da vorne links sieht man den Turm. Ja. Und ein einsamer Baum. Der ist inzwischen verschwunden. Ja, der hätte hier wahrscheinlich hier auf der Hangkante irgendwie stehen müssen. Ja. Ich nehme mal an, vielleicht hier irgendwo in dem Blickfeld. Ja, der wurde wahrscheinlich für dieses wunderbare Restaurant eliminiert. Oder für das Haus an sich. Oder für das Haus an sich, genau. Aber ja, man sieht schön den Rhein und die Weinberge. Und ja. Wobei, da hat es auch lange nicht geregnet, oder? Wenn ich mir das hier so angucke, das sieht relativ braun aus alles. Oder ist es die Herbststimmung? Ah, das ist die Herbststimmung. Der goldene Herbst. Der goldene Herbst am Mittelrhein. Mhm. Ja, also Standort Nummer 17. Und mit einem kleinen Schwenk über den Mittelrhein verabschiede ich mich von euch für heute und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr die Turner-Aussichtspunkte selbst entdeckt und erwandert.